Herzlich willkommen zu Beyond Perception, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch heute geht es wieder darum, die Welt und unser Selbst zu entdecken. Ich bin der Simon und darf heute Axel Klitzke begrüßen. Axel, du bist diplomierter Bauingenieur, du bist der Autor des Buches Die kosmische Ordnung der Schöpfung, du bist Referent, du bist Forscher, eben genau mit dem Schwerpunkt kosmische Ordnung, der Prozess unserer Schöpfung. Deckst aber auch historische Zusammenhänge, ganz besonders über die ägyptische Kultur und Geschichte, neu auf. Und ich freue mich sehr, dass das heute mit dem Gespräch klappt. Herzlich willkommen, Axel. Besten Dank. Ich freue mich, bei dir in deiner Sendung auftreten zu dürfen. Ja, wunderbar. Genau, vielleicht so zur Einleitung. Also du hast ein Thema vorgeschlagen für die Sendung. Und ja, wenn man das so sagen mag, es gibt ja da draußen, also oder hier drinnen, so zwei scheinbar unüberbrückbare Weltbilder. Einmal die Evolution, der Mensch als weiterentwickelter Affe, Produkt des Zufalls, zufällige Mutation. Und das ja, ergibt ja nicht wirklich einen größeren Sinn. Und auf der anderen Seite vielleicht das Weltbild der göttlichen Schöpfung, der Mensch geschaffen, geplant. Ja, da könnte man größeren Sinn dahinter finden. Und das sind ja Themen und Fragen, mit denen du dich ja wirklich ausgiebig und im Detail auseinander setzt und ja, dem wollen wir auch heute das Gespräch widmen. Thema ist ja, kosmische Ordnungsprinzipien und ja, das ist eine offene Frage für mich an dich. Ich weiß es ja noch nicht, aber vielleicht ermöglicht das ja auch so irgendwo eine Brücke zwischen diesen beiden Weltbildern zu schlagen. Ja, das werden wir entdecken. Also ich freue mich sehr und du hast auch eine kleine Präsentation oder größere Präsentation vorgeschlagen also, und vorbereitet. Ja, da ja, übergebe ich dir mit großer Freude ja, das Wort. Ja. Also grundsätzlich bin ich ein schlimmer Revoluzer, ja, weil ich vieles anzweifle und überprüfe. Und dabei stellt man fest, dass manches aus einem neuen Blickwinkel betrachtet werden kann. Gleich am Anfang so einen revolutionären Satz. Querdenker sind die wichtigsten Menschen in einem Staat, weil sie für den Fortschritt sorgen. Und wenn wir keine Querdenker hätten, dann wäre heute noch eine Auffassung, dass die Erde eine Scheibe ist. Dann hätten wir noch die DDR. Und viele Dinge, könnte man Unmengen Beispiele anführen, würden noch in einem alten, verhangenen System bestehen bleiben. Deswegen verstehe ich nicht, warum man das Wort so negativ bewertet. Man sollte wirklich sagen, Querdenker sind wichtige Leute. Und eins, was ich auch noch sage, da hatte meine Frau am Anfang immer geschluckt, wenn ich gesagt habe, ich bin nicht normal. Ja, das klingt ja immer so, wie du hast nicht alle. Ja, ja. Aber ich habe ergänzend erwähnt, alle, die ganz normal sind, sind die Trottel der Nation. Ja. Ja, die alles glauben, die sich über nichts im Kopf machen, die alles hinnehmen und sich keinen Kopf darüber machen, dass man einen anderen Blickwinkel vielleicht betrachten kann. Und insofern bin ich unnormal, weil ich vieles hinterfrage. Und das ist eine wichtige Eigenschaft und ich kann allen Menschen nur raten, die hier zuhören, seid ein bisschen unnormal, dann kommt ihr weiter im Leben. Das, so einfach ist das zu sagen. Ja? Und der heutige Tag soll unter dem Aspekt stehen, der Mensch und die kosmische Ordnung. Ja. Ich habe hier am Anfang so ein schönes Bild mit den Planeten des Sonnensystems. Genau, ich mache jetzt mal deine Präsentation groß. Ich hoffe, das klappt. Ja, genau. Also jetzt haben wir dir eine Präsentation. Sehr, sehr, sehr große verborgene Ordnung. Am Bruchteil gehe ich mal mit ein. Wenn man auf alles eingehen würde, ja, dann müssten wir stundenlang reden. So. Ja. Ich gehe mal jetzt hier voran. Ja. Du hast es schon angeführt, Darwinismus, Kreationismus. Und die große Frage, wer hat recht? Nun wird manch einer sagen, darüber ist schon so viel gesprochen worden. Da haben schon so viele Leute sich den Kopf zerbrochen. Und jetzt willst du, der auf so einem Dorf wohnt, ja, bei Saalfeld in Thüringen, auf einmal was Neues reinbringen. Da muss ich sagen, ja, genau das will ich. So, und wo ist der Ansatz dafür? Der Mensch ist ja nun ein interessantes Wesen, der auch Bewusstsein hat, der denken kann,
und so weiter. Ja? Einer meiner schönen sarkastischen Sätze fängt so an. Stell dir vor, ein Chirurg hat eine Patientin bereits auf dem Operationstisch, die Operationsschwestern sind dabei, er fängt an, die aufzuschneiden und dann sagt er auf einmal zur Krankenschwester, sagen Sie mal, haben Sie eine Idee, wie wir jetzt weitermachen? Das klingt ein bisschen blöde, ja, das ist aber genau beabsichtigt. Warum sage ich das? Weil das ein typischer Fall ist für alle anderen Dinge auch. Auch ein, sagen wir mal, ein Starkoch würde nicht verfahren nach der Weise in der Küche alle möglichen, sagen wir mal, Zutaten und dann die Beiköchin und Köchenhilfe fragen, und wie machen wir das weiter? Wissen Sie, welche Zusammensetzung wir machen für das jeweilige Gericht? Der Hintergrund, warum ich solche sarkastischen Sätze formuliere, ist der. Grundsätzlich geht bei Menschen alles zuerst durch den Kopf, wenn er etwas Sinnvolles machen will. Alle Planung beginnt da oben im Kopf. Es gibt nur eine Ausnahme, und das ist die, wenn jemand stockbesoffen ist und jegliche konstruktive Handlungen vermissen lässt. Aber von dem Fall gehen wir mal nicht aus. Wir gehen davon aus, der Mensch fängt an zu denken und etwas zu planen. Und jetzt machen wir das mal unter dem Aspekt, wie im Großen, so im Kleinen. Ja? Und im Kleinen sind wir Menschen, die etwas in dieser Art machen, zuallererst denken. Im Großen geht man mal erstmal davon aus, es gibt einen Gott. Wir lassen mal die Frage offen. Diejenigen, die damit nicht leben können, sollen erstmal abwarten, ruhig sein. Es kommt ja noch ein bisschen mehr. Aber nehmen wir mal an, es wäre so. Dann würde ein Schöpfergott doch auch anfangen zu planen. Am Anfang etwas als Ziel. Es gibt so einen schönen Spruch, der Weg ist das Ziel. Das ist ein interessanter Satz. Das heißt, wir werden auch nicht geboren mit hoher Intelligenz, die müssen wir uns erst erwerben. Das Leben ist der Weg. Und wenn ich mal mich in die Rolle eines Schöpfergottes versetzen würde, dann würde ich irgendwann mal denken, ja, das Universum ist noch ein bisschen leer, ich muss das und das und das machen, das ist in einer bestimmten Stufe vorhanden. Und jetzt möchte ich Lebensform auf diesem Planeten haben. Wie fange ich an? Die NASA hat sich auch Kopf gemacht. Sie waren der Auffassung, wenn wir den Mars besiedeln wollen, müssten wir erst Mikroben hochschicken, die Steine zersetzen. Denn Menschen wollen ja auf Dauer nicht von Steinen leben und die nur lutschen. Ja? Und dann gibt es eine Rang- und Reihenfolge, was man alles machen würde. Mose, dann die ersten einfachsten Gräser und so weiter. Es gibt eine Kette bis zu dem Punkt, wo man endlich einen Mensch da oben vielleicht leben lassen könnte. Dass das nicht funktioniert, steht auf einem anderen Blatt Papier, weil der Mars zu klein ist und der Erdkern schon kalt ist. Das heißt, Wärme, die auch aus dem Erdinneren kommt, wie bei der Erde, ist dort nicht mehr in dem Maße vorhanden, sodass also das ein kalter Planet wäre. Also sind auch Bedingungen notwendig, komplexer Art. Das kann man nicht mit jedem Planeten machen, Lebensform, sondern nur auf denen, die dafür geeignet sind. So, jetzt haben wir also den ersten Punkt, dass man einen Weg gehen möchte, wo am Ziel ganz am Ende ein Mensch ist, wie du und ich, der denken kann, der leben kann und alle möglichen Fähigkeiten hat. Die erste Sache, die ich machen würde, ich mache mir einen Kopf darüber, wie soll dieser Mensch aussehen? Welche Struktur soll er haben? Wie soll er sich bewegen auf dieser Erde, auf diesem Planeten? Und jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, da bin ich ein ganz schlimmer Revoluzer gewesen. Ich habe mir nämlich den ganzen Knochenaufbau einmal angeschaut und festgestellt, dass die Anatomen da nicht Bescheid wissen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich zeige es. Also gehen wir mal zuallererst hier zu meinem Freund Skelett. Und was hier erstaunlich ist schon,
Ich habe oben drüber geschrieben, die Dualität des Knochenaufbaus im Menschen. Die Dualität ist die dingliche Zweiheit. Nun gibt es Menschen und auch aus kosmischer Ebene, die vielleicht noch nicht ganz so viel wissen, die sagen, man muss die Dualität endlich aufheben und beenden, überwinden. Und dann ist meine sarkastische Frage dazu, ja, okay, einverstanden. Was machen wir zuerst? Welche Gehirnhälfte soll ich ja zuerst rausoperieren, die linke oder die rechte? Die Dualität ist eine kosmische Grundvoraussetzung. Sie ist für die Existenz des Universums vonnöten, weil auch kosmische Felder entstehen müssen. Und das sind am Ur-Ur-Ur-Ur-Anfang immer zwei Zellen, energetische Zellen notwendig. Darauf kam ich dann noch mal etwas in kürzerer Form, aber ich habe da ja auch ein Buch dazu geschrieben. Jetzt gehen wir mal in die Dualität hinein. Ober-Unterkiefer, ja? Knochen des Schultergürtels, haben wir ja das Schulterblatt und wir haben auch den Schlüsselbein, Rippen, Beckenknochen und so weiter. Das sind also die dinglichen Sachen, die Knochen betreffen. Es ist aber noch nicht alles. Es gibt noch weitere Dinge. Ich habe sie ja noch mal aufgeführt. Gehirnhälften, Augen, Ohren, Nasenlöcher, Lungenflügel, Rippen, Herzkammern, Blutkreisläufe des Menschen, Eierstöcke, Hoden, alles doppelt vorhanden. Das sieht schon mal danach aus, dass man sich im Kopf gemacht hat, als Schöpfergott, etwas zu strukturieren, wo immer zwei Seiten sind. Ja? Eine ganz Polarität, wie unterscheidest du das zur Dualität? Okay, tut mir leid, ja. Und bei den Augen, das ist so eine interessante Sache, da habe ich auch mal so eine kleine scherzhafte Frage. Wozu haben wir zwei Augen? Natürlich sagen die meisten sofort, ums stereoskopische Sehen. Ja, und jetzt sage ich, ist das alles? Ein Auge ist doch vor der rechten Gehirnhälfte und ein Auge vor der linken Gehirnhälfte. Hallo? Da muss man doch mal nachdenken, ob da vielleicht mehr abzuleiten ist aus dieser Sache. Und dann sage ich ja, wir haben zwei Augen auch für eine unterschiedliche Sichtweise, symbolisch gemeint. Ja? Mit dem einen Auge sehen wir zuallererst die materiellen Dinge, wir beurteilen etwas nach dem ersten Anschein und mit dem zweiten Auge schauen wir ein bisschen tiefer. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir nicht das erste Urteil stehen lassen. Wenn ich zum Beispiel einen Menschen begegne, mir fällt gerade ein schönes Beispiel ein. Bei einem Vortrag kam vor vielen Jahren mal eine junge Frau, total schwarz, grufti, ja, schwarz geschminkt, schwarze Haare von oben bis unten, nur, sah aus wie Friedhof. Und ich habe schon den Schreck bekommen. Ne? Das ist aber eine Sache, die hoffentlich läuft die nicht ins Verkehrte. Nach diesem Vortrag war sie die Einzige, die sich dann ganz intensiv mit mir unterhalten hat. Und ich stellte fest, dass sie auf dem geistigen Weg ist. Also fand ich sie angenehm. Beim nächsten Vortrag, den ich in der ähnlichen Ecke dort gehalten hatte, war sie wieder da. Diesmal komplett weiß. Kam wie ein Engel. Ah ja, okay. Und das Gespräch, was ich mit ihr geführt hatte, hat sie einfach dazu gebracht, sich mehr dem Licht zuzuwenden. Ja? Und da muss man auch mal Sarkasmus walten lassen. Warum sind unsere Pfarrer in der Regel schwarz? Schwarz ist für mich so die dunkle Macht. Ja? In vielen Ländern sind die früheren Priester weiß gegangen oder die Schamanen haben versucht, auch eine helle Kleidung zu haben. Da habe ich mal einen interessanten Beitrag gesehen aus Mittelamerika, wo diese Schamanen alle in weiß gegangen sind. So, das war mal das Erste. Jetzt gehen wir mal ins Nächste. Die Hand. Ich habe Ärzte schon gefragt, wie viele Finger, wie viele Knochen hat eine Hand? Ah ja, das haben wir mal irgendwo gehört oder gelernt oder ich weiß es gar nicht. Ich sage 27. 3 mal 3 mal 3. Das klingt erstmal schon gut. Das ist aber noch nicht alles. Denn unser Arm besitzt auch drei Knochen. Nämlich im Unterarm 2 und im Oberarm nochmal 1. Das sind also insgesamt 3 mal 3 mal 3 plus 3
ist 3 mal 10 ist 30. Und da würde ich sagen, das sieht gut aus. Das gefällt mir irgendwie, weil das System der Dreien massiv im Gizeh-Plateau auch vorkommt. Ich darf mal hier so ein kleines Beispiel nennen. Alle drei Pyramiden stehen auf einer unterschiedlichen Höhe. Wissen viele gar nicht. Es ist wie ein felsiges Gelände und die Pyramiden stehen genau auf einer besonders definierten Fläche. Deswegen wurde ein ringsrum immer freigelegt. Im Inneren ist noch Felsen und man kann deutlich ableiten, man hat sich Mühe gegeben, eine Pyramide auf eine bestimmte Höhe zu bringen. Und wenn man alle drei Höhen zusammenzählt, ja, genau in der Mitte der Pyramide, dann kommt man auf 243 Ellen, sakrale Ellen, 243. Da kann der meiste nichts damit anfangen, aber ich schon, bei mir klingelt es gleich Alarm im Kopf, denn das ist 3 mal 3 mal 3 mal 3 mal 3. Aha, das ist doch nicht wohl zufällig gewählt. Dann hat man sich doch einen Kopf gemacht. Und dass wir im Körper auch die 3 haben, und das ist nicht die einzige Sache, ist schon mal bemerkenswert. So, jetzt gehen wir mal zum nächsten. Der Fuß hat einen Knochen weniger. Das ist aber ein gewaltiges Science-Fiction. Die 33, könnte man sagen, ist heilige Mathematik. Die 26 ist heilige Geometrie. Komme ich noch drauf. Ja? Und wir haben noch eine Kniescheibe, die wird offiziell als Knochen deklariert von den Ärzten oder von den Anatomen. Dann haben wir wieder 27 gleich 3 mal 3 mal 3. Und insgesamt hat das Bein gleichfalls 30 Knochen. Was ergibt das also? Wir haben 2 Arme, 2 Beine. Zusammen sind das also 120 Knochen. Nun lässt sich jede Zahl auch durch 12 ausdrücken, so ein bisschen zerlegen. Hat seinen Sinn. Noch nicht erkennbar, aber hat seinen Sinn. So, und dann haben wir 2 mal 12 Rippen. Das ist eigentlich im Allgemeinen bekannt, auch wenn man sie nicht selber nicht zählt. Und da kommt, gezählt. Man merkt es beim Unfall, dann kriegt man es vielleicht gesagt, ja, wie viele Rippen ein Problem hat. Summe 144. 144 galt im Ägypten als eine Meisterzahl. Eine Meisterzahl. 12 mal 12. Und ich finde das so bemerkenswert, dass wir eine Meisterzahl in den Extremitäten haben. Schon mal toll. So, das ist noch nicht alles. Jetzt gehen wir mal an dieses Symbol, das Pentagramm. In der Drehrichtung ist es komplett richtig. Die Spitze muss oben sein. Ich habe dazu auch einmal einen Artikel geschrieben über die Entstehung des Pentagramms aus einer heiligen Geometrie hinaus. Und dann kann man erkennen, wenn es umgedreht ist, dass es luziferisch ist. Der Hintergrund ist folgendes. Das ist bei Goethe, beim Zauberlehrling, so schön formuliert. Der Meister, nee, der Schüler hat irgendwann etwas in Gang gesetzt und hat es nicht mehr unter Kontrolle gebracht. Und der Meister musste helfen. Das heißt, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn man Fähigkeiten hat, muss man wissen, wie man sie unter Kontrolle bringt. Und bei der Entstehung des Pentagramm habe ich rausbekommen, dass da Effekte eintreten, die jetzt mathematischer Natur sind, aber eine Schlussfolgerung zulassen. Und deswegen muss die Spitze oben sein. Und verbindet man die Ecken, die Spitzen des Pentagramms, so wie ich hier gezeigt habe, ist oben 144 Grad. Kann ich auch sagen, ein Kopf, 2 Arme, 2 Beine? Ja, so ungefähr. Also oben. Die 216 ist unten, 6 mal 6 mal 6, oben 12 mal 12. Übrigens 6 mal 6 mal 6 ist nicht negativ, ja, weil alles im Kosmos doppelt vorkommt. Also dual. Alles, ja, da sieht man das genauso. Und man muss, ich habe auch rausbekommen in dem Buch, was ich dann am Schluss noch mal kurz anführe, dass in super holographischen Feldern im Kosmos das Prinzip 6, 6, 6 plus und minus verborgen ist. Wir haben beides.
Und der Mensch hat die Freiheit, wofür er sich entscheidet. Ja? Manche sind teuflisch, da kann man sagen, ja, hast du dir ausgesucht, das ist die minus 666. Und das andere ist halt das Positive. Ja? Das sollte man immer wissen. Und die Prinzipien plus und minus 666 sind in diesen Feldern überall. Egal, ob an deiner Nasenspitze, im Gehirn, hinterm Mond oder außerhalb des Sonnensystems. Das, darf ich dazu was fragen? Also in Bezug auf Symbole, gibt es dann rein negative Symbole oder ist dann Symbol an sich neutral und das kann negativ als auch positiv interpretiert oder belegt werden? Jede Symbolismen, ach so, es gibt schon die Dinge, wenn ich zum Beispiel versuche darzustellen, das Teuflische, ein Teufel. Mhm. So wie ich den Teufel darstelle, ist er natürlich negativ. Und da kann ich nicht den rumdrehen, um 180 Grad sagen, auf seiner Rückseite sitzen Engel. Ja? Mhm. Also in der Richtung kann man das schon so interpretieren, dass es beides gibt und unabhängig auch voneinander und manches genau im Zusammenhang. Okay. So, jetzt gucken wir mal zu den Pyramidendaten. Also Ägypten lässt mich ja nie los. Ja? Ich träume nachts davon. Habe auch die Tage einer Frau erst wieder gesagt, ja, wenn ich ins Bett gehe, dann gehe ich erstmal durchs Gizeh-Plateau. Wollt sie wissen, wohin ich gehe? Gut, spielt keine Rolle. Aber was ich weiß, die Cheops-Pyramide hatte im inneren Aufbau 216 Steinschichten. 6x6. Und das ist auch von der Interpretation möglich zu erklären. Ich habe ja auch erklären können, wie das Dezimalsystem entsteht. Und dann kann man das sagen, 200 plus 16. 200 ist die 2 am Anfang, ganz dominant. Und die 2 hat immer etwas mit Erkennen zu tun, mit etwas begreifen, Lerneffekt. Ja? Wie wenn wir heiraten, wir müssen auch mal uns gegenseitig betrachten und nicht als Macho. Und voneinander lernen. Mit der 2 fängt immer ein Lernprozess an. Die 16, da komme ich noch drauf, hat etwas damit zu tun, einen geistigen Durchbruch, einen Durchbruch überhaupt zu erleben, damit etwas gelingt. Ja? Mhm. Also ist die Pyramide im inneren Aufbau ein Symbolismus mit den Steinschichten auf einem hohen Erkenntnisniveau den Durchbruch zu erleben. Interessant. Und das Äußere ist wie der Orden an der Brust, die 144, die Meisterschaft. So. Erstaunlich ist, dass wir das in Teotihuacan in Mexiko auch haben. Die Sonnenpyramide hat 2600 Länge und Breite, wohlgemerkt, und steht auf einer Höhe von 2160 Hunab, der zehnfachen Zahl. Und die Mondpyramide ist in der Breite 144 Hunab. Ein Hunab ist ungefähr 1,05 Meter und noch ein paar Krüme dazu. Also wer hat sich den Kopf gemacht, solche Daten zu verwenden, die im Pentagramm auch verborgen sind? Unabhängig davon in Mexiko und ja in Ägypten. Ich habe das aber auch woanders schon gefunden, zum Beispiel Kambodscha. Also, man muss aber wissen, was das jeweilige Volk oder die jeweiligen Planer, das ist noch ein großer Unterschied, welches Maßsystem die verwendet haben. Nehmen wir heute nur alles in Meter, Zentimeter, geht der Effekt verloren. So, jetzt das ganz Wichtige. Das ganz Wichtige. Ich habe lange gegrübelt, wie viel Knochen der Mensch insgesamt hat. 216, das gibt keiner an, findet man nirgends in der Literatur. Die Zahlen habe ich gefunden zwischen 206 und 214. Ein einziges Mal hat einer geschrieben, ein Anatom 220. So, und dann stoße ich auf diesen Kinderarzt, dem Herrn Dr. Karl. Und der schreibt, dass bei der Geburt Babys noch einen höheren Knorpelanteil in ihrem Körper haben und viel mehr Knochen als Erwachsene. Er geht davon aus, dass wir ein Baby mehr als 100 Knochen hat als ein erwachsener Mensch. Das ist ein enormer Schlüssel.
Das heißt doch, im Laufe des Lebens wachsen Knochen zusammen und werden dann immer weniger, immer weniger, immer weniger. So, und nun habe ich auch zu manchen Dingen noch einen Zugang, was man an dem Buch dann erkennen wird und auch an den Vorträgen, die ich schon gehalten habe. Es muss also irgendwann mal einen Zeitpunkt gegeben, und zwar im Jugendalter, wo es 216 gewesen sind. Die Frage ist, wie kann man das beweisen? Wie war denn die Situation dazu, dass man 216 ableiten kann? Es sind ja 72 mehr als die 144. Mhm. So, und da tappen die Anatomen, ehrlich gesagt, im Blinden und haben unterschiedliche subjektive Auffassungen, weil sie heute ja auch lernen, alles ist dem Zufall entstanden. Und ich sage, nein. Ja, es gibt eine Plangröße, eine Zielstellung. Und so wie der Anatom oder der Chirurg, besser gesagt der Chirurg, nicht planlos jemanden aufschneidet, sondern sich einen Kopf macht, im Vorhinein ist das in Kosmos genauso. So, gehen wir mal das durch. Wir haben, ich muss mal hier was wegschieben, so. Beckenknochen. Beckenknochen ist auch ein Streitpunkt bei den Anatomen. Und dann finde ich natürlich wieder mal ein, kriege immer die richtigen Informationen, der diese Struktur angibt. Becken besteht aus einem Kreuzbein, einem Steißbein und rechts und links aus zwei, also aus Hüftknochen. Und jeder Hüftknochen hat links wie rechts ein Darmbein, ein Sitzbein und ein Schambein. Zusammen acht. Manche schreiben, es sind nur zwei Knochen. Da frage ich mich, dürftig, sehr dürftig. So, dann der Schultergürtel. Da haben wir hier der Schulterblatt und das Schlüsselbein. Sind zwei auf jeder Seite zusammen, vier. Macht nach Adam Ries 12. Hatten wir schon mehrfach, die 12. Klingt irgendwie plausibel. So, jetzt haben wir also die bisherigen Teilsummen, 120, Rippen 24, Beckenknochen und so weiter, 156. Eine ganz, ganz wichtige Zahl beim Bau der Pyramiden, der Planung und den verborgenen Parametern. 12 mal 13. Und nun blende ich mal schon etwas ein. Eine dichte Zellpackung. Eine Zellstruktur, die aus 12 äußeren Zellen besteht und einer mittigen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, betone ich bereits jetzt. Und wenn ihr euch vorstellt, in dem mittleren Ring haben wir 6 solcher Zellen, immateriell, also geistige Zellen, die am Anfang, im Anfang noch nicht Materie waren. Und dann oben 3 und unten 3 zusammen, also 12. Mitte 13. Und da sieht doch die 13 schon wieder ganz anders aus. Und warum hat Jesus 12 Jünger? Ja, der 13. in der Mitte. König Artus mit seinen 12 Rittern. Der sumerische König Anu mit seinem Götterrat von 12. Zeus mit seinem Götterrat von 12, der 13. immer in der Mitte. Er sitzt in der Mitte und strahlt nach außen. Ja? Freitag, der 13. Hervorragend. Hervorragend. 13 ist etwas besonders Positives und die Königskammer der Cheops-Pyramide hat verborgen diese 13 entscheidenden Maße. Zum Beispiel, wenn man das Pyramidion nimmt, auf der Pyramide, was mal war, und fällt ein Lot senkrecht durch die Pyramide und zieht dann eine Nord-Süd-Richtung, so eine Linie. Dann teilt es die Kammer, die Königskammer, im Verhältnis 13 zu 37. Und dahinter ist verborgen 37, die Unio Mystica, die wir als auch Herztemperatur, durchschnittliche Herztemperatur haben, gilt in der Mystik als die geheimnisvolle Vereinigung der Seele mit Gott. Wer das einmal so formuliert hat, den bewundere ich, den kann ich nur beglückwünschen. Und die 13 ist so etwas, eine Grenze überspringen. Von innen heraus passieren Dinge zur 14. Zelle, die also hier gar nicht mehr hineinpasst, neue Systeme, neue Erkenntnisse
Und derjenige, der in der Mitte sitzt, ja, wie Jesus, gibt vollkommen neue Erkenntnisse nach außen ab. Das heißt, alle lernen von ihm. Er sitzt nicht außen in dem Ring drumherum, nee, aus der Mitte. Ja. So, und deswegen ist die 13 so etwas ganz, ganz, ganz Hervorragendes. Und der kleine Anteil, der 13er Anteil, sind 5,2 Königsellen lang in der 20 Königsellen langen Kammer und führt zu 52 Quadratellen. Und 52 ist wieder etwas, was ich dann nochmal erkläre. Und würdest du sagen, dass die 13 oder die Bedeutung der 13 deswegen aus unserem Bewusstsein verschwunden oder nicht so präsent ist, weil sie, also gemäß von dem, was ich jetzt höre, so wichtig ist? Also für uns die 13, die, also ja, die 12 hört man die ganze Zeit, aber die 13, die ist so sogar negativ belegt, nicht? Ja, das ist das Traurige, dass Dinge falsch interpretiert wurden, was man ja an dem Wort auch querdenken, ja, und normal und unnormal so sieht. Wir müssen uns den Kopf machen, was primär richtig ist. Und das ist der Punkt, wo ich am Anfang gesagt habe, ich bin ein schlimmerer Revoluzer. Ich tue erst einmal hinterfragen, nicht alles gleich glauben. Ja. Und als ich das dann entwickelt hatte, bei mir auf dem Rechner, dreidimensional, da habe ich gesagt, toll, das gefällt mir. Jetzt verstehe ich, warum die 13 was Hervorragendes ist. Ja? So, wir gehen mal weiter. Wirbelsäule, 33 Knochen. Ja? Ist eigentlich bekannt bei denen, die sich damit mal ein bisschen beschäftigen. Und dann gibt es auch den 33. Grad bei der Freimaurerei und das ist gleich ganz schlimm. Ja? Die Freimaurerei stammt ursprünglich aus der Weißen Bruderschaft in Ägypten, war mal was ganz Positives. Und wie der Begriff Querdenker im Laufe der Zeit ist alles im Bach runtergegangen. Und heute ist das natürlich mit der Freimaurerei trauriges Kapitel. Im Großen und Ganzen ist es eine Organisationsform, die ihre eigenen ursprünglichen Ziele vergessen hat, weil ein Orden hat immer die Aufgabe, geistiges Wissen, wertvolle Sachen zu bewahren und zu überliefern für die Nachwelt. Ja, und das haben die vergessen. Und ich bin ja mal Freimaurer gewesen, bin wieder ausgetreten, weil ich dann gesagt habe, ich halte es nicht mehr aus. Ah, wirklich, ja? Ja, ist ja ein Deppenverein geworden, ein richtiger Deppenverein. So, also ich distanziere mich deutlich davon, weil ich sagen muss, die sollten einmal ähnlich wie ich revolutionär sein und an die Ursprünge denken. Und in dem Buch, was ich jetzt schreibe über die kosmische, nee, nicht die kosmische Ordnung, die Ordnung des Gizeh-Plateau, werde ich auf diese Tatsachen eingehen, wie das ursprünglich mal entstanden ist. Und dann wird man sagen, das war hervorragend. Und bei den 33 Einweihungsgraden im alten Ägypten wurden Energien freigeschaltet von unten in der Wirbelsäule Stück für Stück, für Stück für Stück nach oben. Es spielt also etwas eine Grundlage, dass man mehr göttliche Energien verarbeiten konnte. So ist das, was man Kundalini erwachen vielleicht auch du nennt. Oder? Hast du wunderschön gesagt. Genau, das Beispiel passt hervorragend. Und 33, ich komme gleich nochmal dazu, weil noch etwas gibt, der Kopf. Das muss ich jetzt auch erklären. Weil die offizielle Anzahl ist 22. Und der Dr. Karl hat ja gesagt, wir hatten mal 100 Knochen mehr. Es ist schwer. Es ist sehr schwer, beim Kopf festzustellen, was ist zusammengewachsen und was nicht. Und es gibt so eine komplizierte Form des Kopfes insgesamt, dass man manche Nähte nicht mehr erkennen kann, wo sie einmal getrennt gewesen sind. So, und jetzt mache ich mal einen kleinen Bezug nach Indien. Dort gibt es die sogenannten Hindus, die aus alter Überlieferung von den Veden sich hier oben so einen Punkt drauf malen. Die Frauen, aber auch die Priester. Ja? Ich habe mal so einen Hindu-Priester dort unten gesprochen. Ich war mit meiner Frau in Kambodscha und war auch mal so ein Hindu-Tempel gewesen. Die 27 gilt aber so etwas wie Öffnung des dritten Auges. Und das steht in Verbindung mit 3 mal 3
mal 3. Der Kopf hatte ursprünglich 27 Knochen und es sind weitere zusammengewachsen, dass es heute nur noch 22 sichtbar oder vielleicht nachprüfbar sein. Oder vielleicht macht man auch sich an manchen Stellen nicht den Kopf darüber, wo etwas noch anders betrachtet werden kann. Wir haben also wieder 60 zusammen. Denn 33 plus 27 ist 60. Und jetzt will ich noch etwas dazu erklären. Die 27 ist so das Innere, ja, das Geistige. Und die 33 das Äußere. Bei der Einweihung damals in alten Ägypten war das sozusagen der Orden an der Brust, das Äußere. Mit der 33, mit der Einweihung in so viele Garde, war man überlegen allen anderen, der einem entgegengekommen ist, im Zusammenhang mit seinem dritten Auge. Man konnte schon erkennen, wer etwas Böses im Schilde führt. Das war aber weit, weit, weit zurück, denn die letzten Jahre der geschriebenen Geschichte war dieses Wissen schon verloren. Die Pyramiden sind gravierend älter, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, denn das kann ich auch beweisen. Aber anderes Thema. So, also haben wir 27 und 33 erstmal als eine wichtige Größe und jetzt mache ich mal einen kleinen Sprung. Darf ich dich noch eine Sache fragen zum dritten Auge? Also du hast ja vorher gesagt, oder die Dualität widerspiegelt sich zum einen auch in den zwei Augen, den physischen Augen, und jetzt kommt das dritte Auge dazu. Ist das sozusagen symbolisch die Transzendenz der Dualität, oder? Pass auf, wir haben 27 Knochen in der Hand, 27 in der und 27 da. Also haben wir wie schon ein Dreieck. Mhm, mh. 27 hier oben ist der Zugang in die geistige Welt und hier Zugang in die materielle Welt. Und die ist dual, oder? Weil wir fühlen können, ja. Wir können anfassen, packen, wir können etwas schaffen, konstruieren, bauen und so weiter. Der Zugang zur materiellen Welt, ohne Hände sieht es ein bisschen traurig aus. Ja? Also ist ja. Eine Trinität verborgen, das dritte Auge gehört also dazu, zu der, auch der Dualität. Zugang zur materiellen und Zugang zur geistigen Welt. So, jetzt zählen wir mal zusammen. Was wir haben, Schultergürtel, Becken, Wirbelsäule, Kopf, sind zusammen 72. Jetzt wird es interessant. Jetzt haben wir nämlich das genau. Bei 144 plus 72 ist 216. 6 mal 6 mal 6. Das wäre die Krönung, wenn wir erkennen würden, wenn der Mensch das wissen würde. Und das wird irgendwann im Jugendalter gewesen sein, plus minus, weil jeder sich unterschiedlich entwickelt, weil jeder ein Individuum ist. Aber so muss man betrachten, wenn wir aus den Extremitäten 144 ableiten können, plus dem Schultergürtel, dem Brustkorb, dann weiß man, das sind Zahlen, die stehen wie eine Eins, wie eine Bank. Da gibt es nicht dran zu deuteln. Die kann jeder Anatom überprüfen, jeder Mensch. So, und die 72 muss ja dann auch irgendwo einen Hintergrund haben. Wieso soll das eine etwas Festes, Stabiles sein und das andere ist eine Zufallsgröße? Das passt nicht zusammen. Der liebe Gott hat sich Gedanken gemacht, wie er den Menschen mit Symbolismen ausstattet, dass genau so etwas herauskommt. So, das wäre das. Und zusammen sind beide Zahlen 360, die wir natürlich auch an der Cheops-Pyramide haben als die Krönung in der Anzahl der Schichten außen und innen. Der Sarkophag, den haben viele Leute schon vermessen. Ich habe Messergebnisse von 4 verschiedenen Forschern in Zoll, also man hat sich früher im Kopf gemacht. Ich habe auch mit Laser gemessen. Ja. Und man kann es nur indirekt ableiten, weil es Schwingungen, es gibt Asymmetrien auf diesem Sarkophag. Ich gehe gleich darauf ein. Aber ich will festhalten, dass die Summe aller Außenkanten 33 Königsellen ist und die Summe aller Kanten 27. Das heißt, wer dort in dem Sarkophag gelegen hat,
war kein Toter. Da ging es um Einweihung. Einweihung in die höchsten Mysterien. Und ich habe in dem Sarkophag schon so oft gelegen. Also wieder die 33 gerade. Ich habe da drinnen schon. Also in, in Bezug auf die Einweihung, wo, wir, ja, wo du vorher gesagt hast, es gibt genau die 33 gerade. So, ich habe vielleicht 25 oder 30 Mal da drinnen gelegen, bei vielen Reisen auch zweimal dann nochmal. Was passiert? So, und da will ich gleich noch was dazu erzählen, aber dazu noch ein Bild. Das hier. Sir William Flinders Petrie. Den kennt ihr meistens definitiv nicht. Ein Engländer, Sohn eines Vermessungsingenieurs, der dann die Ägyptologie begründet hat. Die gab es zu seinen Zeiten noch nicht. Da waren das alles Hobbyforscher. Und er hatte um 1800 in die 80, 81, 82 in Ägypten umfangreiche Messungen durchgeführt und an dem Sarkophag, unfassbar, 660 Messpunkte festgelegt. 660 in 5 Reihen und innen, außen an allen Seiten und dann jede Abweichung von einer Messlatte dokumentiert. Das ist in seinem Buch Pyramids and Temples of Gizeh, was man im Internet auch als Datei runterladen kann. Und jetzt habe ich, weil die Abweichungen so gering sind, dass mit einem 3D-Programm mit 100-facher Überhöhung gemacht. Und jetzt sieht man, dass da kleine Wellen drin sind. Jeder Ägyptologe sagt, ja, ist klar, das sind Fehler bei der Bearbeitung. Ich sage, nein, das ist der Geniestreich. Denn als ich das erste Mal in dem Sarkophag war, habe ich mich zurechtgerückt, wie man das macht, um sich bequem dahinzulegen, bin geräuspert. Und in dem Moment gab es einen Frequenzschlag durch meinen ganzen Körper. Alleine durch den Ton, wenn man so mal will, hustet, ja, merkte ich, dass da was abläuft. Und sofort hatte ich in meinem Gedächtnis, ich habe ja, wie alle anderen Menschen auch, eine Seele. Und die Seele hat ein additives Gedächtnis über viele Leben. Und da soll man mal darüber nachdenken. Sie vergisst nie. Warum ich so viel aus alten Zeiten weiß. So. Also habe ich angefangen, einen sonoren Ton zu erzeugen. Und dieser sonore Ton, den ich sehr schnell ein paar Sekunden drauf hatte, führte dazu, dass ein neues Gefühl in dem Sarkophag entstand. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, war ich Gast des Direktors des Gizeh-Plateaus, Herrn Kamal Wahid, den ich schon von vorhergehenden Besuchen in Ägypten kannte. Das lassen wir mal weg, die ganze Geschichte dazu. Ich hatte jedenfalls Narrenfreiheit, ich durfte in dem Sarkophag bleiben. Ja, die Wärter hatten gewusst, dass ich Gast vom Direktor bin. Keiner hat sich getraut, mich rauszujagen. So, also war ich insgesamt 1,5 Stunden da drin. Naja, okay. Eine ganze Menge. Und da konnte ich auch wieder experimentieren. Und innerhalb relativ kurzer Zeit merkte ich, wie sich ein Energiefeld aufbaut. Im Körper, vom Kopf bis Fuß. Ich hatte allmählich das Gefühl, ich schwebe in einem Magnetfeld. Ich konnte nicht mehr fühlen, so dass ich da auf einem Granitboden liege. Es war angenehm. Dann ist Folgendes passiert. Der Sarkophag fing an zu vibrieren durch diese Schwingung, die ich erzeugt habe. Das Wort Schwingung ist interessant, komme ich nochmal drauf. Und ich hatte zwei Freunde, die an der Südwand gesessen hatten, mit dem Rücken an der Wand. Und die erklärten mir hinterher, weißt du, was hier passiert ist? Nach einer Weile haben wir gemerkt, wie das in unserem Rücken krabbelt. Wie es kribbelt, ja, energetisch. Ich habe die Wände also ein bisschen energetisch beeinflussen können. Vielleicht haben sie auch vibriert, was ich ja bei vielen, vielen, vielen anderen Reisen mit Reiseteilnehmern mache. Und jeder kann das auch fühlen. Jeder kann auch in den Sarkophag rein. Und das, was ich jetzt hier erzählt habe, nachfühlen. Also testen. So, also kommt man an den Punkt, wenn dieser Effekt ist, den braucht doch kein Toter.
Und wieso ist der Sarkophag in einer Höhe von 82,5 Königsellen? Das sind über 43, 44 Meter über dem Erdboden. Während die gesamte ägyptische Philosophie besagt, der Tote muss tief ins Erdreich verbuddelt werden. Deswegen sind es viele Gräber, die 20, 30 Meter tief sind im Gizeh-Plateau und in Saqqara, um im Totenreich Rede und Antwort zu stehen und das Urteil von Osiris zu empfangen. Aber dort oberhalb, also passt die ganze Philosophie da nicht zusammen. Und jetzt muss man fragen, was ist denn der Sarkophag wirklich? Es hat sich natürlich in der Priesterschaft schon lange rumgesprochen gehabt, dass dort besondere Effekte eintreten und dass es der Einweihung dient. Auch wenn die wenigsten Priester es so weit geschafft haben, dass sie bis in die Königskammer kommen konnten. Also es war eine fortgeschrittene Einweihung. Das war. Oder die Finale. 25. 32. und 33 Grad. Die drei sind in der Cheops-Pyramide gemacht worden. Mhm. Ja. Auch da gibt es ein verborgenes System, worauf ich in dem Buch noch eingehen werde. Also, man hatte gewusst, dass es ein Einweihungskörper ist. Und dieser Effekt, da will ich noch einen erwähnen. In einem Jahr habe ich dann die Tonhöhe mal so stärker variiert, von tief hoch, so ein bisschen gewechselt. Und da kam auf einmal der Effekt, wo ich fühlte, ich werde ins Universum rausgeschossen. Es ging. Und das ist ein subjektives Gefühl. Ich blieb ja noch mit Körper drin liegen. Ja? Also die außerkörperliche Erfahrung. War ich im Weltraum und dann ging es. War ich wieder auf dem Boden der Realität angelangt. In der höchsten Form der Einweihung, wo man viel davor lernen musste, trainieren musste, bestimmte körperliche Fähigkeiten, geistige Fähigkeiten und Wissen auch, hatte man die Möglichkeit, Zugang in eine andere kosmische Dimension. So könnte man sagen, Astralreisen. Das war in der Schäferin-Pyramide. Astral. Das ist nochmal was anderes. Okay. Dort ging es darum, zu beamen. Aha, ja. Das ist ein Hammer. Ich gehe dann. Also wirklich mit dem physischen Körper sozusagen. Mit dem ganzen physischen Körper. Das heißt, der Sarkophag war dann leer. Okay. Aha. Ja. Und das war eine untere Einweihung. Das war die höchste. Ah, das war die höchste Einweihung. Okay. Das war die höchste im 33. Grad. Oh, wow. Okay. Mhm. Ja. Ist schon ein gewaltiges, was abgelaufen ist. Und die Priester wussten das ja, dass man dort Zugang zu den Göttern bekommt, andere kosmische Dimensionen. Und deswegen wollten sie sich beerdigen lassen in einem Sarkophag, um wieder Zugang zu den Göttern zu bekommen. Das heißt, der Symbolismus Sarkophag hat zwei Varianten. Eine als Einweihungsbehälter und eine als Beerdigung, für die Beerdigung. Und das eine ist verloren gegangen, das Wissen, und das andere ist übrig geblieben. Aha, sieht schon ganz anders aus, gell? Da kann man verstehen, warum der Sarkophag in dieser Höhe gewesen ist und nicht tief unter der Erde. Und warum solche Effekte eintreten in dieser Kammer, die ungewöhnlich sind. Die kann man nicht zu Hause im Wohnzimmer praktizieren. Überall dort, wo wir eigentlich leben, gibt es diesen Effekt nicht. Und hier muss man noch wissen, dass die Kammer aus Granit besteht und hinter der Granitwand ist so eine dünne Schicht hochkristallinen Sandes, was den Granit von dem Kalkstein trennt. Das ist von den Ägyptologen ermittelt worden, ja, durch eine Bohrung. Das heißt, die Schwingung, die man in der Kammer erzeugt hat, sollten nicht totlaufen über das Kalksteinmauerwerk, das weg sind, sondern es war wie ein Dielektrikum, so als symbolhafter Vergleich, und die Schwingungen sind wieder in die Kammer zurückreflektiert worden. Und deswegen dröhnt das. Wenn man in der Kammer mit, also ich habe es alleine geschafft vom Sarkophag aus, diesen sonoren Ton erzeugt, baut sich das in der Königskammer in einer Stärke auf. Unglaublich, unfassbar, dass man es unten am Eingang hört. Ah ja, okay. Ja, also Wahnsinn. Das ist wirklich... Das ist wie so ein Verstärker. Ja, ja, den braucht nie ein Toter. Sind wir uns einig, ja? Aber da muss man die richtige Frequenz, also Tonfrequenz dann... Genau, Frauen.
Bloß bei Frauen, treffen, oder? die haben ein bisschen so einen zaghaften Ton. Oder hat das unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem, welchen Ton Es man. klappt grundsätzlich. Es klappt. Ja. Aber wahrscheinlich, dass man den Sarkophag so verlässt, ist bestimmt eine bestimmte Frequenz notwendig gewesen, die ich in diesem Leben auch nicht kenne. Ja. So, das könnten wir dazu erst verlassen. Ich muss aufpassen nach dem Satz hier, darüber könnte ich tagelang reden. Es ist viel zu interessant. Das ist ein anderes Thema und auch, weil das ist nicht ein Hauptthema. Hört man ja auch nichts darüber. So, Also, jetzt kommen trotzdem noch bitte Ägypten. Ich weiß, dass die Nord-Süd-Ausdehnung in einem Rasterfeld 1044 sakrale Ellen beträgt. 1440. Und dass die Sphinx eine Lage hat im Verhältnis 2 zu 3. Und wenn man das weiß, dann ist der untere Abschnitt von dem unteren Raster bis zu dem, bis ja, der Sphinx, der Mittelpunkt, 144.144 Zehntel. Ich habe das so dargestellt, weil es so besser aussieht und besser klingt und weil in den Zahlen Plus und Minus auch verborgen ist. Und der obere Anteil 216.216 Zehntel Zoll. Und ich habe auch rausbekommen, dass es Maßsysteme gibt, die dem Menschen als Zivilisationsanschub gegeben worden sind und die so einen inneren Science Fiction enthalten, der alles Vorstellungsvermögen über Maßsysteme sprengt. Es gibt auf meiner Internetseite hores.org in der Mediathek Artikel auch über die kosmischen Maßsysteme. Und das ist beeindruckend. Und den letzten Clou dafür hat mir ein Professor für Mathematik geliefert. Das heißt, das, was ich bisher gemacht habe, ist auch schon in einige Professorenkreise vorgedrungen, wo ich natürlich angenehm überrascht bin und mich freue, dass es nicht Hat es auch bloß ein paar Revoluzzer, Querdenker. nicht nur solche Leute sind wie ich, sondern es sind ja viel, viel mehr. Es sind auch die verschiedensten promovierten Leute von Ärzten, Architekten, Ingenieure, alles Mögliche, die inzwischen zu mir ein besonders positives Verhältnis eingenommen haben aufgrund dieses Wissens. So, und hier haben wir also die 144 doppelt, 216 doppelt und das Pentagramm, also verborgen auch. So, die nächste Grafik, die ich zeige, hat zwar mit dem Vortrag nichts mehr zu tun, aber ich zeige sie trotzdem, um Ihnen mal zu zeigen, dass Taltempel und Sphinx in bestimmten Größenordnungen zu dem Raster eingeordnet sind. Und dass alle vier Zahlen, 84, 576, 69, 864, kosmisches Datenmaterial enthalten. Das hier zu erklären, sprengt den Rahmen. Das kann ich hier nicht machen. Ist zu viel, viel zu viel. Ich will aber eins erwähnen, die 576 ist eine Zahl, die mit einer Null dran, die Charakteristik ist für die vierte Schwingungsdimension. So, ich lasse es dabei. Kommen wir nochmal zu der Zahl 1044. Viele wissen nicht, dass der Tag 1044 Minuten hat. Alle, die ich bei Vorträgen hinterher gefragt habe, haben gepasst. Es haben nur diejenigen gesagt, sie kennen es, wenn sie von mir einen Vortrag schon mal gehört haben. Ja. Es ist nicht üblich, dass wir uns terminlich absprechen und sagen, wir treffen uns morgen 880 Minuten nach Mitternacht. Da brauchen wir einen Taschenrechner. So ein Ja, ja. genau. Das sind 14:40 Uhr übrigens. Ja. Und gut, lass mal. Der Tempel des Salomo, den man in der Bibel findet, kann man nachrechnen. Dort sind Maße angegeben und da kommt man auf 1044 Quadratellen. Wieso hat ein Tempel genauso eine Größenordnung? Tempel ist ja auch was Geistiges, ja? Und da ist schon verborgen, dass da mehr zum Ausdruck gebracht werden soll. Und für mich ist ganz beeindruckend der Name Adam, der im Hebräischen mit einem
zweiten stummen A geschrieben wird, also ADM, Adem. Mhm. Wird aber trotzdem Adam ausgesprochen. Und die Hebräer haben zwei Buchstabencodes, das ist einer nach dem Stellenwert, an welcher Stelle der Buchstabe im System steht, und dann noch einen Buchstabencode, der ungewöhnlich ist. Er ordnet den Buchstaben eine Zahl zu, 1 bis 10, dann geht es weiter 20, 30 bis 100 und dann 200, 300, 400. Also wer auf sowas Verrücktes kommt, der hat einen Hintergrund im Kopf. Ja? Ich habe rausbekommen, dass es da einen geometrischen Zusammenhang zwischen beiden Systemen besteht. Aber A, Aleph die 1, D, Dalet die 4, Mem die 40, hintereinander geschrieben 1440. Und das sage ich immer, das ist ein ganz schlitzohriger Code. Sowas, auf sowas muss man erstmal kommen. Ja? Der Mensch, ein Meisterwerk. So, das gibt die Plateau Nord-Süd-Ausdehnung, das hatte ich schon angeführt. Es gab noch mehrere Beispiele, sowohl mit 144 und 1440. Und das lassen wir mal jetzt weg. Die Zwillingshellen des Uranfangs. Warum bringe ich das? Der Vortrag heißt ja, der Mensch in der kosmischen Ordnung. Und das hat seinen Sinn. Das Buch über diese kosmische Ordnung, was ich geschrieben habe, beschreibt, wie die ersten beiden immateriellen Zellen entstehen und wie sie aussehen. Das ist das, wo man am CERN immer noch sucht. Da muss ich ganz salopp sagen, lest mein Buch, dann wisst ihr. Und hier kommen wir an den Punkt, wo du hinfragen wolltest, wegen der Polarität. Ja, aha, genau. Polarität ist eine Schwingung. Dualität ist die dingliche Zweiheit und die Polarität schwingt innerhalb so einer Zelle. Das geht bis zur Entstehung von Licht. Diese Form dieser Schwingung, die sich in diesem System entwickelt, schafft die Grundlagen auch für Ton, für Licht, Eigenschaft. Und wenn man diese Frequenz, die in dem System besteht, nachvollzieht, also 360 Grad nach außen bis an eine Membran, wo es zurückgespiegelt wird, nochmal 360, haben wir 720. Ja? Und nach der anderen Seite nochmal, und was haben wir da? Eine einzige Schwingung durchläuft 1044 Winkelgrade. Ja? Ich will es nochmal wiederholen. Es ist also eine räumliche Schwingung, die sich nach außen dreht. Und so tut sich das Licht der Sonne auch ausbreiten. Die Sonne macht nicht wie eine Gewehrkugel einen geraden Strich mit dem Licht, sondern in einer Frequenz. Und diese Frequenz sieht genau nach dem Prinzip aus und durchläuft den Weg, jetzt in unserem Fall bis zur Erde, in einem unheimlich kleinen Frequenzspektrum, was wir messen können zwischen 400 und 800 Nanometer. Also wer das genauer wissen, Nanometer, im Internet kann er dann mal nachschauen, ich glaube ein Millionstel Millimeter, ist also sehr kurz. Das ist die Grundlage. Und noch etwas, die Polarität ist, wie man schwingt, so in einem Pendel von einem zum anderen, wie man seine persönliche Eigenschaften an einem Tag ändern kann. Man steht vorgelaunt auf, der ganze Tag läuft positiv und im Laufe des Tages kriegt man ein Schreiben im Briefkasten, Strafzettel, zu schnell gefahren. Ja? Also die Schwingung ändert sich. Aber es ist auch eine grundlegende, das war mir die spaßige Erklärung, wo wir aber auch ableiten können, warum wir uns freuen können, warum wir uns ärgern können, warum wir einen Menschen gern haben und einen anderen ablehnen. Dann spielt auch noch etwas die Aura eine Rolle. Die Aura tue ich jetzt hier nur mal anführen, das kann man nämlich auch erklären, strahlt aus, man hat eine um sich herum und mit jemand anderem tritt man in Kontakt über die Aura, ganz subtil, ohne es direkt bewusst zu merken. Aber es läuft dann so auf der geistigen Ebene ab, dass man sagt, oder emotionalen Ebene,
mit dem Menschen will ich nichts zu tun haben oder den möchte ich gerne, mit dem kann ich mich länger unterhalten, im einfachsten. Ja? Also Schwingung ist innerhalb einer Zelle, innerhalb zweier der Dualität. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Beide Zellen sind am Uranfang an der gleichen Stelle, an der gleichen. Also überlagert. Ganz, ganz wichtig zu wissen, dass Schwingungen sich durchdringen können, so wie wenn sie ein, wenn man einen Stein ins Wasser schmeißt in einem See, einen zweiten oder einen dritten, und dann sieht man, wie die Wellen sich durchdringen, ohne sich zu zerstören. Die beiden sind am Uranfang an der gleichen Stelle und haben diese 1044 Winkelgrade, wo man sagen muss, die Herkunft, die primäre Herkunft von 1044 oder auch dann ein Zehntel 144 stammt aus kosmischer Genesis. Und wenn man jetzt eins macht, man schaut auf eine Spitze dieser Schwingung, dann sieht das so aus wie unten dargestellt. Eine einzige Schwingung herausgegriffen, was ja wie ein Band einer Zwiebel ist. Ja. Dann sieht man das linke untere Bild. Dann mit zwei diese Sonnenrad. Und wenn man mehrere macht, sieht man Yin und Yang. Das heißt, das Prinzip Yin und Yang entsteht vor dem Urknall, am Ur-Ur-Ur-Anfang. So lange gibt es das Symbol schon. Ist nicht von Menschen geschaffen, nur von Menschen medial wieder entdeckt worden. So, jetzt kommen wir zur Membran. Alles, was eine Schwingung hat, braucht auch eine Hülle. So wie wir eine Haut haben, wie jede unserer Körperzellen eine Membran besitzen. Und ich habe in meinem Buch einen schönen Mythos von Taroa geschrieben, wiedergegeben. Lange Zeit wohnte Taroa. Das ist der Gott der von Tahiti gewesen. Ja. Lange wohnte er in einer Schale, in einer Kruste. Der Dolmetscher wusste nicht so richtig, wie er das übersetzen sollte. Schale, Kruste, Membran, dasselbe. Sie war rund wie ein Ei und drehte sich im Raum in immerwährender Finsternis. Es gab nicht Sonne, nicht Mond, nicht Land, nicht Berg, alles war fließend. Genauso wie Taroa Schalen besaß, so hat auch alles andere eine Schale. Es ist unmöglich, die Schalen aller Dinge, die diese Welt erzeugt, aufzuzählen. Und wenn man das Wort Schale jetzt durch Membran, stimmt es sofort. Wir können ja schon nicht mehr bei uns zählen, wie viele Zellen mit einer Membran wir im Körper haben. Dann jede Muskelgruppe wird von einer Membran umgeben, damit sich die Muskelgruppen nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Das Auge, wie man es auch nimmt, Baumrinde, Erdkruste, Magnetosphäre der Erde, Heliosphäre des Sonnensystems. Und selbst die Milchstraße und andere Systeme haben eine Membran. Und das ist wichtig, weil das Prinzip Aktio gleich Reaktio darauf beruht. Das heißt, etwas, was sich in eine Richtung bewegt, muss auch wieder zurückkommen. Und wenn man mal das den religiösen Aspekt sieht, Menschen beten zu Gott. Wenn es diese Membran außen nicht geben würde, würde das darauf hinauslaufen, die können beten so viel, wie sie wollen, es kommt nirgends an, ist weg. Ja? Und das Reaktio ist notwendig. Und man kann nicht sagen, dass der liebe Gott irgendwo auf dem Sofa sitzt und sagt, die können mich mal gerne haben, die können beten so viel, wie wir wollen, mich geht das gar nicht an. Nein, jede Aktion hat auch eine Reaktion. Nur man muss sich das Richtige wünschen und ich habe mir viel positive Dinge im Wissen gewünscht und ich habe es bekommen. Ich habe es bekommen. Und ich habe Zugang zu Lebensform als höheren kosmischen Dimensionen und noch ein bisschen mehr. So, also diese Membran ist notwendig. Und jetzt machen wir mal einen Tanzapfen. Vielen ist das nicht bewusst, dass der zwei Drehrichtungen hat. Kiefernzapfen, egal. Alle diese Nadelbäume haben genau das gleiche Prinzip. Oder du schaust auf eine Sonnenblume und du siehst, wie die Sonnenblumenkerne genau in zwei Drehrichtungen angeordnet sind. Das ist dasselbe.
Und diese erste Zelle, diese erste energetische, hat zwei Drehrichtungen. Jetzt will ich das mal erklären, wie das funktioniert. Eine Membran, die sich aus einem Wirbel auskoppelt, fangen wir mal oben an. Sie umrundet das ganze System in einer einzigen Schwingung bis unten, dringt in diese Schwingung ein, durchläuft sie und dann in die andere Richtung das Gleiche, also zweimal. Und das Durchlaufen im inneren System kennen wir aus späteren Entwicklungen in der Materie. Also läuft einmal außen an der Oberfläche und dann in so einem Kegel wieder zurück und dann wieder auf der Oberfläche. Man kann da erklären, wie Informationen auf Schwingungen überlagert werden. Wie wir eine Trägerfrequenz haben, zum Beispiel für Rundfunksender oder Fernsehsender oder Handy. Und eine Information wird auf die Grundfrequenz überlagert. Das kosmische Grundprinzip entsteht hier. Ja. Und die Information wäre dann der Kegel innen, oder? Innen sieht das genauso aus räumlich. Es geht durch. Und es geht aber wie durch viele Zwiebelschalen. Ich kann jetzt auch hier nicht alle Details. Also das ist nicht nur eine Hülle sozusagen, sondern das sind verschiedene. Das sind Zwiebelschalen, also bildlich gesprochen. Mhm. Und dann nimmt auch die Geschwindigkeit zu nach innen. Okay. Dann kann man erklären, warum der Gedanke schneller als das Licht ist und warum in höheren kosmischen Dimensionen die Lichtgeschwindigkeit unsere irdische übertrifft. So, jetzt gucken wir uns das mathematisch nochmal an. Also 63 Grad außenrum, dann 2 mal 63 durch das innere System sind 1080. Und das andere nochmal in der entgegengesetzten Richtung 2160. Und was haben wir? Das heißt, der Mensch hat verborgen kosmische Grundprinzipien in seinem Körper, ohne dass es ihm bewusst wird. So, das lassen wir mal an der Stelle stehen. Ach nee, noch etwas dazu. 2160. Die Sumerer haben bereits gewusst, dass die Erde in ihrem Lauf, in dieser Präzision, wo sie mit so einer Neigung durch alle 12 Sternbilder läuft, durch ein Sternbild 2160 Jahre benötigt. Das wussten die Sumerer. Wer hat es denen geflüstert? Um ein Winkelgrad messtechnisch zu erfassen, müsste man mit Präzisionsinstrumenten 72 Jahre das beobachten. Also man hat es ihnen gesagt. Wir haben viel Wissen auf der Erde, bei Menschen, bei Urvölkern, was ihnen gegeben worden ist und nicht aus eigenem Denken entstammt. Dann kommt natürlich Eigenes hinzu, aber es gibt primäre Grundlagen. So, und dass das im Kosmos auch seine Rolle spielt, habe ich mal gezeigt. So, ich habe vorhin gesagt, dass der nur die halbe Wahrheit ist. Eine dichte Zellpackung besteht ja aus Zellen, die einmal ein inneres Schwingungsmuster linksrum haben und eins rechtsrum. Also so rum, ja. Man kann das so rum und auch so rum erklären. Mhm. Und nun gibt es kosmisch diesen Effekt am Uranfang, dass zwei Zellen, die dann eine besondere Eigenschaft haben, wo schon der Magnetismus und Elektrizität entsteht, sich in einer bestimmten Phase vereinen. Das gegensätzlich vererbt zieht sich an. Und dann haben wir an einer Stelle der linken das überlagert, was rechts auch ist. Wir haben also immer zwei. Das ist wie Mann und Frau, die sich vereint haben. Ja, das ist nochmal insofern wichtig, weil zwei Dinge zusammengehören und nicht die Gender-Philosophie der Grünen, die teuflisch ist. Das sage ich bewusst deutlich. Das ist der größte Unsinn, das größte Teuflische, was man den Menschen versucht überzustülpen. Und es wird nur eine begrenzte Zeit noch Gültigkeit haben. Ja. So, also wir haben zwei an einer Stelle, dann haben wir 2 mal 12 außen, 24. Unsere Uhr zeigt an uns 24 Stunden. Der Tag mit 24 Stunden.
hat dort seine Grundlagen mit 24 und zwei Zellen in der Mitte. Und die zwei sind bei der Uhr die zwei Hauptzeiger. Also ein Symbolismus der Uhr haben wir auch. Zusammen sind es also dann 2 mal 13 gleich 26. Und was ist jetzt das Geniale daran? Wir haben 26 Knochen in einem Fuß. Und es gibt ja zwei Zellen, Zwillingszellen. Jede Zwillingszelle hat das doppelte System, also 2 mal 26, zusammen 52. Und wir stehen mit unseren beiden Füßen, mit 2 mal 26 Knochen, auf einer kosmischen Ordnung. Egal, ob es uns passt oder nicht. Wir haben in unseren Füßen die Basis einer kosmischen Ordnung, egal, ob der Mensch religiös ist oder nicht, ob er an Gott glaubt oder nicht, egal welche Religion er hat. Das sind so versteckte Symbolismen, die man wissen muss. Und jetzt ist noch, ich hatte schon mal ganz sachte angedeutet, dass in der Königskammer der Cheops-Pyramide dieses Lot einen kleineren Abschnitt erzeugt, der 52 Quadratellen groß ist. 52. Dort steht der Sarkophag. Und in dem Sarkophag, in der Einweihung, hat man göttliches Wissen erhalten, göttlichen Zugang bekommen. Göttliche Fähigkeiten, da waren dann schon die Voraussetzungen. Das heißt, mit unseren Füßen haben wir ein Potenzial, nach oben zu steigen, mehr zu erfahren, mehr zu lernen und zu begreifen, dass wir nicht ein wilder Zellhaufen sind, der aus dem Zufall entstanden ist. Ja? Wenn das alles so Zufall wäre, hätte ich vielleicht ein Auge vorne und eins hinten. Und unsere Zahnreihen wären auch ein bisschen anders. So, gehen wir mal weiter. Ja. Das ist in meinem Buch näher erläutert. Ich kann es jetzt nur machen. Man kann diesen ersten Wirbel, der noch nicht stabil genug ist, die Zelle zu halten, die Schwingungsmuster. Es müssen noch mehrere hinzukommen, es werden mehr Wirbel. Und dann sind es einmal 6 Wirbel in einem Ikosaeder und dann springt das in ein anderes System mit 10 Wirbel. Und da muss ich mal auf Platon zurückkommen. Der alte Platon hat behauptet, dass diese, die wir heute platonische Körper nennen, etwas mit der Weltentstehung zu tun haben. Wie kommt der da drauf? Wer macht sich einen Kopf, wie ein Körper, ein sogenannter platonischer Körper, innerhalb einer Kugel mit jeder Ecke genau diese Kugel berührt? Das kann man gar nicht beweisen, wenn man nicht Wurzel aus 5 beherrscht und die Winkelfunktion Sinus und Cosinus. Aber er hält das steif fest, dass die mit Weltentstehung zu tun haben. Beide Systeme. Und um das nochmal ein Bild so näher zu zeigen, mache ich das mal hier, das Bild. Links ist das Ikosaeder, also bildhaft ein Fußball aus Dreiecken. Und er hat 6 Achsen. Und jede Achse ist kosmisch gesehen ein Wirbel. Und diese Wirbel haben eine Öffnung auf beiden Seiten wie ein Hurrikan. Und die Mittelpunkte jedes von einem Ikosaeder, die Dreiecke, führen genau zu einem Fünfeck. Und das hat 10 Wirbel. Und dann haben wir 6, 10, 6, 10, 6, 10. Weil das vibriert. Eine erste Zelle vibriert. Und über diese Wirbelöffnung wird Nahrung angesaugt. Und die Nahrung ist Urstoff, der noch nicht zur Ordnung erhoben ist. Und das ist zwingend notwendig. Ich mache ein schönes Beispiel. Schaut abend an den Himmel. Ihr seht Sterne. Und jetzt mal die Frage, wie lange leuchten die schon? Wie lange geben die atomaren Strukturen in einem Stern Lichtquanten ab? Jahrmilliarden? Noch länger? Also eine Ewigkeit. Und in diesem Atom werden Lichtquanten, von denen werden Lichtquanten abgegeben. Es werden Elektronen mit 2/3 der Lichtgeschwindigkeit und dem Atomkern rasen. Und im energetischen Feldern werden auch Zellvermehrungsprozesse stattfinden. Wieso sagt ein Atom, ich kann nicht mehr? Ich habe die Schnauze voll, ich habe meine ganze Energie verpulvert. Das Prinzip, was ich hier habe, rechts gelb-rot, ist
mit Würmeln das kosmische Grundprinzip, wie Urstoff angesaugt wird, um eine Zelle oder ein Atom oder subatomare Teile lebensfähig zu machen. Das ist die Grundlage. Dazu ist eine Menge noch mehr zu sagen. Lassen wir erstmal, ich möchte es an der Stelle stehen lassen. Aber 610, was vibriert, 610, bildet das sumerische Zahlensystem. Wie kommen die Sumerer da drauf, so ein verrücktes Zahlensystem? Das ist die Grundlage mit 16. Und wenn Sie oder irgendjemand addieren will in ein Zahlensystem, zwei Zahlen in dem 16er-System, da steht man da wie ein Depp vom neuen Tor. Man weiß nämlich gar nicht, wie man das machen soll. Und ich habe diesen schönen, lustigen Spruch einmal formuliert: Der Weise des Königs kommt eines Tages und sagt, ich habe ein neues Zahlensystem erfunden. Ja, sprich, das geht 6 mal 10, das ist 60. Ja, gut, und was soll's? Dann geht es mal 6, dann sind es 360. Ja, das kann ich auch noch akzeptieren. Wir wussten ja schon bei den Sumerern, der Kreis hat 63 Grad. Wer hat das festgelegt? Und dann wieder mal 6. Das sind wir bei 2061. Und so weiter. Und dann hatten die Grundeinheit 12.069.000, 3.600 mal 3.600. Und der König fragt, ja, was soll das Ganze? Wie arbeitet man damit? Wie addiert man da Zahlen? Nicht so einfach. Da müssen wir uns ein paar Stunden zusammensetzen, erkläre ich dir's. Subtraktion, das machen wir am nächsten Tag. Und wenn wir Zahlen multiplizieren und dividieren, das ist ein längeres Seminar. So, der König fängt an, finster zu lächeln und fragt, ob er zu viel getrunken hat. Und normalerweise hätte er gesagt, Kopf ab, das ist kein Weiser, das ist ein Spinner. Aber der König hat gesagt, ja, wir übernehmen das. Wieso? Weil in dem System kosmische Grundprinzipien verbunden sind. Und das hat noch eine Konsequenz. Das geht noch weiter. Aber ich lasse mal an der Stelle stehen. Dinge haben wir, ohne uns einen Kopf darüber zu machen. Und kein Mensch von den Forschern denkt darüber nach. Die nehmen das als bare Münze hin. Es sind so viele Dinge, wo man sagen muss, tiefer nachdenken schadet nicht. Und denken ist die erste Bürgerpflicht. Denken. Querdenker sein. Wieder zurück beim Querdenker. Ja, so. Und jetzt hat also das System 610, was also vibriert an der Oberfläche, die 16 Wirbel und jede Seite hat eine Öffnung. Wie beim Hurricane, wo was eingezogen wird. 32 Öffnungen. Ah. Warum bringe ich das und was hat das mit dem Menschen zu tun? Ja, kommt gleich. Also außen haben wir erst einmal das Prinzip Ikosaeder, Dodekaeder. Und jetzt schaut mal genau hin. Ich habe das mit 3D-Programm versucht, dann einmal zu realisieren, ein bisschen schematisch. Ja? Und dann habe ich bei dem Ikosaeder festgestellt, in innen entsteht ein konkaves Dreieck, also bin nach innen gebogen. Ja? Und bei dem Dodekaeder ein Fünfeck. Und dann habe ich begriffen, dass das innen drin vibriert. Genauso. So wie außen, so wie innen. Und das ist der Grund, warum wir unseren Brustkorb heben und senken beim Atmen. Dieses System ist in der weiteren Fortschritt, ja, in der Genesis, einmal ein Prinzip, was wir im Körper haben. Es ist aber auch noch etwas anderes. Es ist der Magen, wo Urstoff angesaugt wird und in der Mitte verdichtet, verbraucht wird für die Schwingung und für die Abgabe von Lichtquanten. Und dann noch was. Es ist auch eine Gebärmutter, weil das Anziehen dazu führt, dass in der Mitte wieder Zellen entstehen, wieder Zwillingszellen. Und die sind die Grundlage, dass ich bei der Vermehrung einmal die dichte Zellpackung entwickeln kann, 12 zu 13, was ich euch schon gezeigt habe, und warum sich das Universum ausdehnt. Und noch ein schöner Spruch dazu, ich sage mal, die Frau ist das beste Beispiel für den Urknall. Ja?
Da bin ich mal schief angeguckt worden. Ich meine es aber positiv. Ich meine es positiv deswegen, wenn eine Frau zwei Zellen in ihrer Gebärmutter hat, ist das die Grundlage dafür, dass später ein Menschlein entsteht. Und diese beiden Zellen beginnen eine Zellvermehrung bis 12 zu 13, diese dichte Zellpackung, die ich euch gezeigt habe. Und dann beginnt eine Asymmetrie in der Entwicklung. Ist faszinierend, wenn man das versteht, wie das alles, wie das abläuft. Dann entstehen nämlich auch noch Gedächtniszellen im nachfolgenden Fortgang. Und die Frau merkt, wie das im Bauch immer weiter wächst. Und dann, sage ich, hat sie Glück. Riesenglück. Zum geeigneten Zeitpunkt explodiert sie nicht, sondern leitet den Geburtsvorgang ein und dieses Häuflein Mensch wächst dann noch weiter. Das ist ein Mini, Mini, Mini Urknall verborgen im Menschen. Finde ich jedenfalls toll. Wahnsinn, So, ja. jetzt kommen wir zu unserem Gebiss. Oh, ja. Ja, 16 Zähne im Oberkiefer und Unterkiefer. Und die Zähne, die brauchen wir dazu, um Nahrung zu zerkleinern und aufzunehmen. Diese beiden, 16, 16, sind genau das, was ich vorhin erklärt habe, dass diese Zelle 16 Achsen hat mit je zwei Öffnungen von beiden Seiten. Und durch die beiden Seiten kommt das in die Mitte rein. Deswegen haben wir 16 Zähne oben und unten. Da fällt der Glaube an den Zufall weg, ja? Ich hoffe, dass du sie gar nicht gehabt hattest. Ja, Also, wir Wahnsinn. sind an einem Punkt angelangt, wo wir feststellen, wir haben so viel verborgene Ordnung im Körper, die beeindruckend ist. Man muss sie bloß erkennen. Und jetzt kann der kleine Mensch aus Thüringen sagen, ja, mir ist es gelungen, etwas zu erklären, was an das andere Menschen noch gar nicht gedacht haben, Wissenschaftler auch noch nicht gedacht haben. Ja. Und jetzt sehen wir die Darwin'sche Theorie eigentlich umgedreht. Nicht von dem Kleinen nach oben rein zufällig, sondern das Ziel ist der Weg. Die Parameter stehen schon fest und nach diesen Parametern hat sich der Mensch entwickelt. Und deswegen ist die Theorie von Darwin leider nicht zu halten. Noch etwas, was ich unbedingt noch anführen muss. Wenn man diese 12 Zellen außen, und jede hat ja dieses Schwingungsmuster, jeder. Und die Schwingungsmuster greifen genau in die Mitte der nächsten Zelle ein, nach innen und außen. Immer in jeder. Und jetzt haben wir von der mittigen Zelle genau 12 Verknüpfungen zu den 12 äußeren. Es ist also eine Schwingung, die so in dieser Art von innen nach außen besteht. Und dort sind die Grundlagen dafür, dass der Mensch 12 Energiemeridiane hat, die sich dann verteilen, damit alle was abbekommen von der Energie. Ja. Jetzt noch etwas zu den Wahnsinn. kosmischen Dimensionen. Mir fällt da gar nichts mehr ein zu sagen. Ich bin sprachlos. Ja. Man erklärt uns, die dritte Dimension ist Länge, Breite, Höhe. Das ist eine rein geometrische Betrachtung. Und jetzt muss ich sagen, so auch manchmal die sarkastischen Frage, wo liegen bei dir die Gefühle? In der Länge, in der Breite oder in der Höhe? Und man merkt schon, die Frage ist provokativ, weil egal, welche Körperhaltung wir einnehmen, wir können uns in allen Körperhaltungen freuen und ärgern, lieben und hassen. Alle. Das heißt, Länge, Breite, Höhe alleine reichen nicht aus. Wenn wir ein X, Y, Z-Koordinatensystem nehmen, links, ja, und legen diese Schwingung drauf, dann haben wir ein System, was in sich schwingt, wo schon die Grundlagen, die ersten, allerersten Grundlagen für eine viel höhere Ordnung geschaffen werden. Und 3 mal 1044 ist 4.320. Ich betone, 4.320 durch 10, 432. Und da
Ursprüngliche Kammerton A war 432 Hertz. Wer hat den festgelegt? Wie ist man da drauf gekommen? Heute ist etwas höher. Das mag einerseits mit der Schwingungserhöhung auf der Erde, Schumann-Frequenzen im Zusammenhang stehen. Es mag auch subjektive Gründe geben, ich weiß es nicht. Oder vielleicht auch wieder die Verschleierung. Ne? Wie bitte die? Also Verschleierung, sag ich mal, der Uhr. Eigentlich weniger. Nee? Okay. Im Kosmos passiert nichts ohne Grund. So, und jetzt können wir mit diesem System erstmalig begreifen, was eine vierte Schwingungsdimension ist. Nämlich ein Vierachsensystem. Und so geht es dann weiter. Das Vierachsensystem 4 mal 1440. Das sind 5760. Durch 10, 576, was ich im Gizeh-Plateau gezeigt, der untere Abschnitt, 576. Ja? 1067 ist die geheime Kammer in der Cheops-Pyramide, die man noch nicht gefunden hat, wo ich aber weiß, wo sie sich befindet. Und das ganze Gizeh-Plateau ist mit der Ziffernfolge 5, 7, 6 durchtränkt. Es ist immer der versteckte Hinweis, hier in dem Gizeh-Plateau passieren Dinge, die ein viel höheres Niveau haben, ein geistiges Niveau, als wir bisher vielleicht vermuten. Und rechts ein Zwölfachsen-System und das geht weiter. Und unten habe ich geschrieben, es sind 888. Dimensionen. 888.000 Achsen. Achsen. Das ist die 888. kosmische Schwingungsdimension. Ja? Okay. Und noch was zum Draufsetzen, da die ja auch zwei Öffnungen hat, es ist doppelte 1776. Sprechen wir das anders aus, 1776, dann haben wir die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Und die Urfreimaurer in Amerika, die waren noch schlau. Und ich habe mal einen Artikel geschrieben über die Dollarnoten, die sie ursprünglich geplant war, aber nicht veröffentlicht aus einem späteren Zeitpunkt, wo der Code 144 und 1044 verborgen ist. Die Freimaurer hatten noch Wissen. Spätere, ja, also schnell kann man gar nicht gucken, wie das Niveau nach unten gegangen ist. So, jetzt sind wir also an einem Punkt, wo wir zum Schluss kommen. Ja. Also die Schlussfolgerungen sind eigentlich, wenn man an die Prinzipien mal denkt, dass der Mensch nicht ein wilder Zellhaufen ist, sondern egal wo, an welcher Stelle, vom Knochenaufbau bis hin zu den Meridianen, bis zu den Zellen, eine kosmische Ordnung enthält. Und dass der liebe Gott den Menschen als Fernziel im Kopf schon hatte und schrittweise aufgebaut. Das macht man natürlich so, dass man gleichzeitig die Menschen ein bisschen veralbert, indem man Dinge entwickelt, wo man sagen kann, es wäre ja erklärbar mit der Darwinschen Lehre und dass wir vom Affen abstammen. Ja, das ist aber genau eine Zwischenstufe zum Menschen. Und deswegen stimmt die Theorie nicht. Und jetzt bin ich mal ganz, ganz, ganz boshaft. Hoffentlich nehmen wir es manche nicht übel. Politiker glauben ja, dass die Darwinsche Lehre wahre Münze ist. Ja? Ich sage, für die gilt die auch. Aber nicht für mich und nicht für die anderen Menschen. Weil ich das Gefühl habe, die sind vom Planet der Affen importiert worden. Den Scheiß, den die so erzählen, den die uns versuchen beizubringen, ist fürchterlich. Fürchterlich. Also, das, was ich bisher gesagt habe, möchte ich jetzt nicht noch groß ausdehnen. Alle Naturgesetze können erklärt werden, wenn man eine Ordnung von Anfang an voraussetzt. Alles. Und das ist in dem Buch. Und jetzt komme ich noch zu dem anderen Ding. Toleranz. Das ist das Letzte, worüber ich rede. Toleranz. Viele denken ja, man muss unbedingt Trottel der Nation spielen und alles tolerieren. Und ich bin kein Trottel der Nation. Toleranz heißt nichts anderes, dass es eine Grenze gibt von da bis da. Ja, so, das dazwischen. Membran, könnte man sagen.
Außerhalb dessen ist nicht mehr eine Toleranz. Und bei technischen Teilen, die man in der Werkzeugmaschinenfabrik oder egal wo herstellt, wird das, was außerhalb der Toleranz ist, weggeschmissen. Es wird recycelt, dem Produktionsprozess wieder neu hinzugeführt. Das heißt, eine Toleranz muss man akzeptieren, dass es die gibt. Und deswegen toleriere ich nicht alles, was außerhalb meiner Toleranz liegt. Das hat viele weitere Konsequenzen. Denn wenn wir einmal jetzt akzeptieren, dass es einen Schöpfergott gibt und wir haben den tiefen Staat, dann wird der liebe Gott nicht sagen, also so wie ich die Sache aktuell auf der Erde sehe und betrachte, habe ich die Arschkarte. Der tiefe Staat ist viel, viel stärker als ich. Ich werde meinen Schwanz einziehen müssen und akzeptieren, dass die ganze Entwicklung so läuft, wie der tiefe Staat geplant hat. Ich glaube das nicht. Weil Gott auch Grenzen setzt. Und deswegen wird das nur noch eine Weile so weiterlaufen, damit auch Schlafschafe noch geistig munter werden. Damit sie begreifen, dass das keine Zukunftsvision ist, was ein Klaus Schwab uns da vorschwafelt. Es gibt Hinweise, dass da etwas im Gange ist. Ich habe vor über 10 Jahren schon mal in der Schweiz in Pfäffikon auf dem Kongress einen Vortrag gehalten über die Klimaveränderung im Sonnensystem. Das muss ich jetzt kurz abfassen. Das ist nämlich ziemlich lang. Und da habe ich aber erklärt, dass die Russen bereits entdeckt hatten in den 90er Jahren, dass ein plasmatisches Feld sich vor dem Sonnensystem gestaut hat und dann allmählich oder mit Druck in das Sonnensystem eingedrungen ist. Wellenartig, also mit unterschiedlicher Stärke. Das haben die Amerikaner erst 2009 wohl, im Dezember 2009, das erste Mal kundgetan, dass sie nachgewiesen haben, dass es dieses energetische Feld gibt, eine riesen Ausdehnung haben sollte von über 30 Lichtjahren. Wie sie darauf kommen, weiß ich nicht. Und sie haben angegeben, innere Temperaturen 6000 Grad Celsius, frage ich mich. Unmöglich, eigentlich, wäre von einem Magnetfeld umgeben. Und sie sagen, das ist ein Phänomen. Ich habe dazu die Nachweise mir alle gesichert, was die NASA dazu kundgetan hat, weil sie nicht verstehen können, dass draußen bei minus 273 Grad im Universum auf einmal 6000 Grad Celsius sein müssen können. Aber dieses Feld, was in das Sonnensystem eingedrungen ist, hat Auswirkungen, und das kannten die Russen, das kannten die Amerikaner, und da habe ich alle möglichen Dinge zu allen Planeten mir zusammengefasst. Es gibt auch diesen Vortrag noch über die Klimaveränderungen oder Klimawandel im Sonnensystem von mir im Internet, ja. Okay, vielleicht können wir den verlinken, ja. Dann. Und im Endeffekt ist eins, das ist die Grundlage, warum der Erdkern angeregt wird, mehr Energie abzugeben. Deswegen werden die Meere wärmer. Deswegen haben wir mehr Vulkanausbrüche, die zum Glück noch in Regionen sind, wo wenig Menschen sind. Es gibt eine ganze Reihe von Phänomenen, die ich dort aufgeführt habe, was alles die Konsequenz davon ist. Die Konsequenzen: Jupiter, 5,6 Grad Celsius wärmer geworden vor über 10 Jahren. Pluto, 5,6 Grad, auch vor 10 Jahren, wo sich der Pluto von der Sonne entfernt, müsste eigentlich kälter werden. Und all die anderen Phänomene alle mal mit aufgeklärt. Das heißt, unsere Klimaveränderung stammt niemals vom Kohlendioxid. Das ist Unsinn. Nicht irgendeiner, sondern der größte, der hier je veröffentlicht worden ist. Und es ist auch bekannt, dass die Meere der größte Kohlendioxidspeicher sind. Und dass bei diesen statistischen Daten, die man kennt, zuerst eine Erwärmung gibt auf der Erde. Man hat statistische Daten über 400.000 Jahre anhand Eisproben. Und nach der Erwärmung der Meere gibt das Meer Kohlendioxidabgabe und danach wächst der Kohlendioxidgehalt. Nicht umgedreht. Es gibt ja auch Quellen, dass wir vor einer kleinen Eiszeit stehen, nicht? Oder das ist das? Ja, also ich könnte jetzt vom X-ten zum Tausenden kommen.
Ja. Wir reden schon lange. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, 1,5 Stunden. Ne? Also bist du mit deiner Präsentation erstmal am Ende jetzt, oder? Hast Nee, du? ich will noch Nee. die letzte Ja? Pointe nennen. Also, der Bitte. liebe Gott hat Maßnahmen eingeleitet mit einer energetischen Erhöhung auf der Erde. Ja. Und die betrifft auch uns Menschen. Das betrifft die Schumann-Frequenzen, wo viele Bescheid wissen, dass sie spinnen, ja? Dass sie sich exorbitant entwickeln. Und wir Menschen werden auf ein höheres Energielevel gebracht. Wir haben aber das Recht, das anzunehmen und abzulehnen. Und der tiefe Staat glaubt das ja nicht, würde das auch nicht akzeptieren wollen. Und jetzt gibt es das Prinzip Toleranz. Diejenigen haben Probleme und werden es bekommen. Und das wird nicht mehr lange dauern. Also Im Laufe, die nicht die Grenzen der anderen akzeptieren in dem Sinne. im nächsten Jahr passieren Dinge, die dem tiefen Staat nicht gefallen und wo er sein Ende findet. Und diejenigen, die uns bisher lächerlich machen, die anders denken, werden auf einmal feststellen, mein Gott, woher haben die das schon gewusst? Das geht nicht ewig so weiter. Deswegen möchte ich sagen, alle, die jetzt das mitbekommen haben, was ich erzählt habe, sollten in erster Linie Optimismus für sich behalten. Akzeptieren, dass wir gegenwärtig in einer Situation sind, wo wir Ärger haben, wo wir Probleme haben, aber stabil bleiben. Lasst euch nicht beeinflussen von den äußeren Dingen. Lasst euch auch nicht impfen. Ja? Das ist schwer gesagt, aber ich weiß nicht, wie der liebe Gott entscheidet, ob dann manche Dinge bei Menschen rückgängig gemacht werden können oder nicht. Aber es wird auf alle Fälle zu einer Reduzierung der Weltbevölkerung führen. Definitiv. So, und mit dem Optimismus, dass alles einmal viel besser, viel, viel, viel besser werden wird und die Erde nicht nur in der dritten Schwingungsdimension bleibt, das ist nämlich wie in der Schule. Ich möchte auch nicht bloß in der dritten Klasse hängen geblieben sein, sondern weiter wachsen. Und deswegen bin ich auch, habe ich es bis zum Studium gebracht. Und so ist das kosmische Ziel auch, weiter wachsen. Und wir werden weiter wachsen, wenn wir stabil bleiben, wenn wir an eine höhere Ordnung glauben und wenn wir uns sicher sind, das wird genauso eintreten. Danke. Ja, Waxley, ganz herzlichen Dank. Ja, das war also Das ja, kommt noch, ja. genau, das war ja wirklich unglaublich spannend. Da hat es mir wirklich auch wow. Auf Ja der noch ein Kopf. bisschen nachverdauen. Ja, genau, der Kopf hat geraucht. Meinst du, du kannst den Bildschirm wieder freigeben? Dann sehen wir uns beide nochmal in groß. Also, wenn du den. Also ich habe jetzt noch, das siehst du noch, meine Ah, Angaben. genau, genau, ganz wichtig natürlich, ja, deine Die sind noch Kontaktdaten. eingeblendet. Und das, was wir heute produziert haben, wird, bleibt es dabei in der Nacht irgendwann. Ja, genau, also nochmal ganz formal, nochmal herzlichen Dank, Axel, an dich, ja, liebe Zuschauerinnen, vielen Dank fürs dabei sein, ja, und ja, offen sein und sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Das ist wirklich auch für mich unglaublich spannend, dir, Axel, dazu zu hören. Ich werde alle Informationen, also genau deine Webseite, dein Telegram-Kanal und so weiter, werde ich alle hier unter das Video packen, sodass jeder da also wirklich eingeladen ist, sich noch weiter mit zu beschäftigen. Du hast auf deiner Internetseite ganz viele Artikel, ich glaube auch ganz viele Videos und so weiter. Du hast ein Buch, und da gibt es also wirklich unglaublich viel noch zu entdecken. Genau noch, also ich habe noch eine letzte Frage an dich, Axel. Also das, was ich entdecke, wenn ich deine Vorträge anhöre und auch dein Buch, oder sind alle Maße, die wir als Menschen haben, sind die letztlich eigentlich Wiederentdeckung der Prinzipien? Also es gab keinen Mensch, der sich den Meter ausgedacht hat, erfunden hat, oder Zentimeter oder die Nein, Sekunde, die das Stunde glauben oder wir. die Elle oder was auch immer. Also das sind wirklich eigentlich nur Wiederentdecken von kosmischen Größen sozusagen, die eigentlich schon in uns stecken und sich Das ist eine ausdrücken. kahle Elle zum Beispiel, die bei den Bauten in Frankreich zuallererst deutlich in Erscheinung getreten ist. Beim Bau der Kathedralen ist auch ein kosmisch relevantes Maß und enthält Science Fiction, wenn man alleine sieht, dass 1044 sakrale Ellen genau
36.036 Zoll sind, gibt es also einen wunderbaren Umrechnungsfaktor. Und jede sakrale Elle kann bei besonderen Werten auch besondere Effekte in Zoll erzeugen. Das habe ich auch entdeckt, was die Königselle ist, dass sie auch ein kosmisch bestimmtes Maß ist. Der Zentimeter ist älter als das Sonnensystem. Ja, jetzt werden manche schlucken. Bitte schaut euch meinen Artikel an über die kosmische Maßordnung. Und ja, dann werden wir allmählich verstehen, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die nicht vom Menschen stammen. Jetzt, ich habe noch eine Frage. Und zwar, wenn du von Gott sprichst, also ist das für dich eine Entität oder ist das ein, sag ich mal, sich entfaltendes kosmisches Ordnungsprinzip, das sich ausdrückt? Das ist so. Die vielen kosmischen Dimensionen, die es gibt, sind die Bewusstseinsfelder eines Schöpfergottes. Das ist vergleichbar wie mit deinem Kopf, in dem es viele Gehirnzellen gibt und die dich ausmachen als den denkenden Menschen. Du bist in diesen kosmischen Feldern eine Erscheinung. Wenn es keine Erscheinung in Feldern gibt, dann wären die leer. Eine Spinne schafft ein Netz, aber die Spinne selbst ist ein Teil in dem Netz. Und ein Gott kann sich in jeder kosmischen Dimension manifestieren. Das heißt, ein Jesus hat nicht ohne Grund besondere Fähigkeiten gehabt, die allerdings auch ihre Grenzen gehabt haben für die dritte Schwingungsdimension. Nur im Endeffekt ist eins, auch in einer vierten, fünften, sechsten kann sich ein Schöpfergott manifestieren und Menschen dort Impulse geben und wirken. Und ich habe direkt schon Kontakt gehabt mit diesem Schöpfergott. Ja, also ich sehe, da gibt es noch jede Menge zu besprechen. Also ich glaube, also für heute war das ja schon wirklich ein ganz wunderbares, kleine Revolution. Informatives, ja, revolutionäre Vortrag von dir. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Auch an alle Zuschauer und Zuschauerinnen nochmal ganz herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Dann kann man noch eins sagen. Ja. Für diejenigen, die es morgen noch mitbekommen, ist es ein Weihnachtsgeschenk von uns. Genau, ja, genau. Das ist die Idee, genau. So, dann verabschiede ich mich. Also von daher auch frohe Weihnachten, ja, natürlich an dieser Stelle. Ja. Allen ja, ganz das Gleiche. Mögen Sie Feiertage, ja. Ein optimistisches Jahr voller Freude im nächsten Jahr haben. Genau, also auch von mir natürlich, also alles Gute. Ja. Schaut gut auf euch, ja. Nehmt euch Zeit für euch selber, wünsche euch schöne Tage mit der Familie, so gut wie das möglich ist und ganz liebe Grüße an euch alle von mir. Ja. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.